Wer wird neuer Landrat? Das entscheidet sich am 11. September. Die SPD schickt Frank Stiller ins Rennen. Stiller kommt gebürtig aus Castrop-Rauxel und ist damit der einzige Nicht-Osnabrücker unter den Kandidaten. Als neuer Landrat will sich Stiller für mehr soziale Wärme im Landkreis einsetzen. Hierfür muss das Miteinander und die soziale Aufmerksamkeit gestärkt werden. Das gelte auch für das Verhältnis zwischen den Kommunen. Bei Gewerbeansiedlungen dürfe es nicht zum Konkurrenzkampf kommen. Den Lückenschluss der A33 befürwortet Stiller zwar, ist aber der festen Überzeugung, dass der Beginn der Arbeiten nicht in die Amtszeit des neuen Landrats fällt. Seit 1999 ist Frank Stiller hauptamtlicher Bürgermeister in Haßbergen. Zuvor war er bereits 3 Jahre lang als ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde tätig. Seit 1982 lebt er in Osnabrück, wo er sein Rechtsreferendariat am Landgericht absolvierte. Bis zu seinem Amtsantritt als Bürgermeister verdiente er seinen Unterhalt als selbstständiger Rechtsanwalt. Der 53-Jährige ist verheiratet und hat eine Tochter. Von sportlicher Betätigung hält er nicht viel. Laut eigener Aussage hält er sich durch seine Arbeit fit. Erholung und Ablenkung findet Stiller beim Malen. Abstrakte Kunst hat es ihm angetan. Seine Arbeiten schmücken das heimische Wohnzimmer. Ein weiteres Hobby ist die Musik. Stiller selbst spielt Klavier. Auch Frank Stiller wurde von der neuen OZ gefragt, wie soll nach 8 Jahren das Osnabrücker Land mit Herrn Stiller als Landrat aussehen? Der Kandidat sollte seine Vision zeichnen. Das fertige Bild und weitere Informationen zum Kandidaten der SPD gibt es in der Wahlbeilage der neuen Osnabrücker Zeitung am 24. August.